42 Jahren besiegelten die Filmmetropole Los Angeles und Berlin eine Städtepartnerschaft. Aus Anlass des 20-jährigen Jubiläums des Mauerfalls gedachte daher nun auch L.A. mit einem Festakt ganz in Hollywood-Manier dieses geschichtsträchtigen Ereignisses. 10 Original-Mauerteile, die einst in der Nähe des Potsdamer Platzes Ost- und West-Berlin teilten, wurden auf Initiative des Wendemuseums eigens dafür von der Bundeshauptstadt per Schiff an den belebten Wilshire Boulevard nach Los Angeles gebracht. Diverse Künstler verzierten die Betonblöcke seither mit Graffiti, darunter auch Thierry Noir, der schon während des Kalten Krieges einer der ersten Künstler war, der die Mauer in Berlin bemalte. Zusätzlich zu den Originalblöcken errichtete man noch eine künstliche Mauer, die in der Nacht zum Jahrestag des Mauerfalls am 9. November symbolisch eingerissen wurde. Der deutsche Musicalstar Ute Lemper komponierte eigens eine Hymne mit dem Titel Ghosts of Berlin, die sie live während der Feier in Los Angeles präsentierte. Ja, das ist mein Lied, Ghosts of Berlin, das ist meine Hommage an Berlin. Das Berlin, das ich eben am meisten ins Herz geschlossen habe, damals war das Berlin der 80er, als die Mauer noch stand, weil ich damals mich so richtig in die Stadt reingetaucht habe. Aufgewacht bin als Deutsche, als junge Deutsche damals. Direkt nach dem Fall der Mauer habe ich meine ersten Konzerte. Ich glaube, ich war die erste Westkünstlerin, die damals im Berliner Ensemble aufgetreten ist. Das war nur einen Monat nach dem Fall der Mauer. Mastermind hinter der Idee, die Mauer auch in Los Angeles noch einmal zum symbolischen Einsturz zu bringen, war der gebürtige Russe Justinian Jampol. Er gründete 2002 auch das Wendemuseum in Los Angeles, dessen Ausstellungen sich auf die Politik und den Alltag der Menschen während des Kalten Krieges in Osteuropa spezialisieren. Jampols ambitioniertes Ziel, Zeitgeschichte lebendig machen, auch für die jüngere amerikanische Generation. We did a community outreach project about 2 years ago. Und vor 2 Jahren starteten wir hier in L.A. ein lokales Mauerprojekt, in dem wir eine Mauer aus Holz nachgebaut haben und diese an Schulen, in Feriencamps oder anderen gesellschaftlichen Treffpunkten platziert haben, damit die jungen Leute genau wie damals die Menschen in Berlin darauf ihre politischen oder künstlerischen Botschaften hinterlassen konnten. Daraus ist schließlich die Idee gewachsen, zum 20. Jahrestag des Mauerfalls mitten in L.A. den längsten zusammenhängenden Abschnitt der Mauer außerhalb Berlins aufzustellen. Die Organisatorin um Justinian Jampol wählten für ihr Wall Project die lebhafte Verkehrsroute entlang des Wilshire Boulevards mitten in L.A., der eigens für die Feierlichkeiten abgesperrt wurde. In einer ausgeprägten Autostadt wie Los Angeles ein ziemlich gewagter Akt. Wilshire Boulevard is our main street. It's like our Kurfürstendamm or Friedrichstraße. Wilshire Boulevard ist eine Hauptverkehrsader wie der Kurfürstendamm oder die Friedrichstraße in Berlin. Wir haben die Straße symbolisch mit der Mauer blockiert, um den Angelenos damit die große Bedeutung dieses historischen Ereignisses deutlich zu machen. Berlins regierender Bürgermeister Klaus Wowereit schickte für die Feierlichkeiten in der Partnerstadt eigens eine Grußbotschaft Richtung L.A., wenn auch in leicht holprigem Englisch. I would like to thank Los Angeles, the Wendemuseum, the L.A., Berlin Sister Committee and all the other partners and sponsors. We greatly appreciate their commitment to this anniversary year and to our city partnership as a whole. Übrigens, bei vielen Angelenos ist Berlin nicht nur bekannt als einstmals durch eine Mauer geteilte Stadt, sondern auch als Hauptstadt der Currywurst. I always like to go to 195 Kudamm. You know what 195 Kudamm is? It's the best currywurst place in Berlin. I say a Wiedersehen and we see you in Berlin.